Hi Leute, noch lang gibt's endlich mal wieder ein Video. Sorry. Ich war nur ein bisschen stressig wegen meiner To-Do, aber die ist fast alle und ich denke mal, ich krieg's jetzt langsam mal wieder auf die Reihe, öfter zu posten. Also beziehungsweise ein Video hochzuladen. Ich hoffe ja, ich krieg's immer auf die Reihe, wenigstens alle 2 Wochen. Jedenfalls wollte ich diesmal ein bisschen über den Charakter labern, statt einfach nur Musik laufen zu lassen. Vielleicht ist es ja für so manche interessanter. Zur Not kann man auch die Musik beziehungsweise den Ton ausmachen und nur angucken und nebenbei irgendwas anderes laufen lassen. Ich meine, wem soll ich da was vorschreiben? Am Ende gibt es noch mal ein kleines, eine kleine Preview beziehungsweise Meinung von dem Skizzenbuch, was ich verwendet habe. Ihr könnt es euch angucken, weglassen, wie ihr wollt. Nur mal als kleine Vorwarnung, weswegen es etwas länger wurde. Jedenfalls, hier seht ihr meinen Charakter Tsukari. Sie ist ein sogenannter Shikigami. Shikigami ist entstammen aus der japanischen Mythologie und sind Wesen, die aus der spirituellen Macht ihres Meisters durch eine aufwendige Zeremonie geboren werden. In diesem Fall war Tsukari vorher ein unauffälliger Fisch mit grünen Schuppen und blauer Flosse, was halt auch ihr Hautbild erklärt. Und sie wurde eines Tages tot ans Ufer angeschwemmt und war dabei in Hortensien verfangen. Deswegen sind diese auch im Design vertreten. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die 100 Sprachfehler. Jedenfalls findet eines Tages ihr Meister Shunsi und lässt sie durch ein Ritual wiederbeleben. Beim Ritual erhält der Shikigami die Hälfte der magischen Kraft seines Meisters, was auch das Maximum bleiben wird. Also egal, ob der Meister stärker wird, dieser Shikigami bleibt bei seiner Kraft. In meiner Welt habe ich mir 3 Wesen ausgedacht und sie gehört zu den Schwächsten, den sogenannten Captors, was lateinisch für Gefangener ist. Denn der Shikigami ist sehr stark an den Meister gebunden. Zum einen ist dieser durch, also man kann sagen, wie eine kleine Hexe, denn es braucht entweder ein Hilfsmittel, sagen wir zum Beispiel Edelstein, oder man kann nur zu einer bestimmten Tageszeit, sagen wir zum Beispiel der Klassiker Vollmond zaubern, oder man muss eben Sprüche laut aufsagen, wie man es eben von den klassischen Hexen kennt. Im Regelfall können sie mit allen Elementen rumspielen, aber sie haben natürlich durch ihr vorheriges Leben bestimmte Attribute, die sie beibehalten haben. In ihrem Fall ist es Wasser. Dabei hat sie 2 Besonderheiten. Zum einen wenn sie schwimmen geht, also ins Wasser geht, erhöht sich ihre regenerative Kraft, also ihre Heilung aufs Doppelte, und sie bekommt Kiemen wie Schwimmhaut zwischen ihren Händen. Und zum anderen, ihr Meister Shun hat eine kleine Flasche um seinen Hals als Anhänger, wo sie immer wieder rein muss, weil ihr Körper wird nur durch seine Magie zusammengehalten. Nach 24 Stunden würde diese verpuffen und sie wäre wieder der tote Fisch. Will sie nicht. Das zeigt, diese Abhängigkeit zeigt sich auch sehr klar in bestimmten Zeitspannen. Nach 4 Stunden beginnt es nämlich langsam an zu schmerzen, als wäre sie alt, sagen wir, keine Ahnung, mal 100. Und ihre ganzen Knochen tun eben weh. Nach 12 Stunden bekommt sie richtige innerliche Stromschocks. Also es fühlt sich halt für sie so an, wenn sie ihre Magie benutzt. Nach weiteren 6 Stunden tut ihr jede kleinste Bewegung weh. Sei es den Kopf drehen, die Hand bewegen oder selbst wenn sie hinfällt, es tut ihr einfach weh, weil die Knochen sich bewegen und die Magie sich langsam löst. Also sprich, sie muss immer wieder zurück in dieses Fläschchen mit Wasser und ein bisschen von seiner Magie, um sich regenerieren zu können. Und zusätzlich seht ihr ja diese Rosenranken um ihren Körper. Diese kann er jederzeit aktivieren, sei es kurz- oder langfristig, und versetzen ihr dann einen Stromschlag. Weil sie, keine Ahnung, sich nicht bemüht hat oder so, also halt als Strafe. Und nochmal als symbolische Erinnerung, dass sie gebunden ist. Trotz allem ist sie aber dankbar, weil sie gehört zu diesen Fischarten, die kaum jemand beachtet. Sie werden immer nur, wenn wahrgenommen, aber nicht wirklich
notiert im Geiste. Deswegen ist sie dankbar, dass sie dennoch ein relativ freies Leben hat. Sie hat Mangos, aber sie kann sich frei bewegen und sie wird wahrgenommen. Das dankt sie ihm, indem sie ihm gehorcht. Zusätzlich ist es ein bisschen wie bei klassischen Vampiren. Sie kann nur in diese Flasche treten, wenn er es ihr gewährt oder wenn er sie ruft. Ist sie allerdings weiter als 500 Meter entfernt, funktioniert das Ganze nicht mehr. Sie selbst kämpft, ich nenne es auf den Punkt. Dadurch, dass sie eben, wie gesagt, eine eher schwache Magieleistung hat und somit auch Ausdauer, versucht sie eben sehr schnell die Schwachstellen des Sinning herauszufinden und nutzt ihre Magie immer nur als helfende Attribute. Sei es jetzt wie in diesem Fall als Solchpunkte, die den Gegner aus dem Konzept bringen sollen, oder sie beschleunigt sich selbst sehr gern, damit sie eben entweder nicht getroffen werden kann und derjenige sie nicht wahrnimmt oder sowas halt. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was ich da meine. Sie kann, wie gesagt, jedes Element nutzen. Allerdings, sie persönlich nutzt eben am liebsten ihr Wasser und Pflanzen wie Erde halt, ihre natürlichen Attribute und ab und zu Licht, Blitz, weil sie es eben von ihrem Meister hat und da auch er eine Bindung zu hat. Feuer sieht sie ja als Gefahr an. Sie erkennt daran nichts Schönes und will damit nichts zu tun haben. Es ist wirklich fast schon eine Verzweiflungstat, wenn sie dieses Element nutzt. So. Nun aber zu ihr selbst. Sie ist ein sehr ruhiger Charakter, der darauf bedacht ist, ihren Meister nicht großartig aufzuhalten oder in Verlegenheit zu bringen oder keine Ahnung was. Sie will ihn einfach aus lauter Dankbarkeit immer stolz machen. Was mit der Zeit halt auch irgendwo erwartet, dass er sie stolz macht. Und auch wenn sie weiß, dass sie einige Mankos hat, beziehungsweise sich an relativ viele Regeln binden muss, ist sie doch wirklich sehr dankbar dafür, sie selbst sein zu dürfen. Nicht an das Wasser gebunden zu sein, sondern auch auf ein Land gehen zu können. Und ja, ich glaube, das war erstmal alles Wichtige. Wie findet ihr sie denn? Es erscheint euch irgendwas unlogisch oder blöd oder keine Ahnung. Lasst mir doch einfach einen Kommentar da. Nun würde ich sagen, ab zum Buch und schon mal danke fürs Zuschauen. Das Sensebook bekam ich gesponsert von Transotyp, die Firma, die diese herstellt. Nochmal danke dafür. Dazu gab es als kleines Extra 5 Liner und ein kleines Rollback für 16 Stifte. Nun, aber zum Eigentlichen, dem Sensebook. Wie ihr sehen könnt, hat es ein schönes Ledereinband. Auf der einen Seite ist es noch flexibel, also man kann es ein bisschen biegen. Also so biegen, wie man lustig ist, aber es hat auch genug Stabilität, dass man keine Angst haben muss, dass die Werke irgendwie zerknicken, weil das ist mein Problem bei Softcover. Das ist absolutes No-Go für mich. Und dann gibt es noch dieses Ledereinband mit einem kleinen, aber feinen Gimmick, was ich geil finde. Mit diesen minimalen Einkerbungen am Cover, wodurch das Band eben immer hält, nicht verrutscht, nicht irgendwas knickt. Es ist so eine kleine, aber feine Sache, die ich ein bisschen feiere. Danach folgt eine kleine Infoseite, also wem es gehört, in diesem Fall mir, ich habe es aber nicht eingetragen, mache ich noch. Und danach kommt ein kleiner Index, wo man dann
wenn man lustig ist, aufschreiben kann, was man auf welcher Seite gemacht hat. Denn jede Seite ist nummeriert. Sollte man jetzt sich irgendwas Wichtiges reinmachen, sagen wir jetzt mal eine Infoseite für Anatomie, kann man es so immer wieder finden. Ganz nette Sache. Kam unerwartet, aber erweist sich doch als nützlicher, wenn man es so nutzt. Auf den letzten Seiten findet ihr dann noch ein Lineal, wofür auch immer. Ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß ja jemand mit euch was zu anfangen. Ich hätte sofort ein paar treue Ideen für meine Charakter im Kopf. Und dann ganz hinten hat man noch so eine kleine Papptasche, wo man sich Sticker oder eine Seite, also eine gedruckte Seite mit Charakteren, die man gern in sein Kanon hätte, reinpacken könnte. Ich persönlich brauche sowas nicht, aber ich kenne genug Freunde, die es brauchen. Ich habe dann auch mal im Internet geguckt wegen Preis und auf eBay findet man das Ganze für 8 €. Auf einer anderen Seite war es für 13 € angeboten, also sagen wir mal goldene Mitte, circa 10 €, weil ich sagen muss, ich glaube, ich habe es den anderen mal für 15 gesehen. Ich persönlich finde ja, für die Qualität, die es aufweist, ist der Preis absolut okay. Weil, wie ihr gesehen habt, ich arbeite mit relativ vielen Farben und trotz allem hat sich nur ein minimaler Gelbschatten, sage ich jetzt mal, auf die runterliegende Seite gelegt. Im Video sieht man es nicht so wirklich und wenn man jetzt das Blatt vor sich hat, ist es jetzt auch nichts Krasses. Also mit der nächsten Illo kann ich es wunderbar überdecken. Es ist wirklich wow. Nochmal danke für das Sponsoring-Transatyp und solltet ihr euch überlegen, das zu holen, ich kann es empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf meine anderen Seiten gucken. Und vielleicht lasst ihr einen Kommentar da oder guckt euch andere Videos an. Ich bin auf jeden Fall dankbar dafür. Schönen Tag noch.